Willkommen hier am Innsbrucker Platz. Hinter den Türen der Betriebsräume der BVG befindet sich eine weitere Tür, von der aus eine Treppe tief hinabführt. Hierbei handelt es sich um einen Rohbau eines weiteren U-Bahnhofes. Dieser war für die U10 vorgesehen, welche den Innsbrucker Platz über den Potsdamer Platz mit Weißem See verbinden sollte. Es kam jedoch nie zum Bau dieser U-Bahn-Linie. Dieser Rohbau wird aber trotzdem instand gehalten. Ich wünsche nun viel Spaß bei den Einblicken in die Anlage.
30 Meter und die Züge dann 100 Meter. Genau. Also wir bauen schon so ein bisschen länger, falls man mal größere und längere Züge braucht, dass man dann schon so ein bisschen vorbereitet. Ja klar. Gut, jetzt mit den neuen H-Zügen ist es eher nicht so möglich, längere Züge zu machen. Nee, das nicht, aber... Warum mit den F? Stimmt. Oder wenn man da mal... Auch noch nicht. Die neue Serie wird ja gerade entwickelt, die J-Serie. Ach so? Ja. Okay, da... Genau. Dafür dazu. Wir gucken jetzt...